In dieser In-Fashion-Folge dreht sich ja alles um Taschen. Und wir wissen ja, jede Frau trägt oft ihr größtes Geheimnis in der Tasche. Welche Geheimnisse sich tatsächlich in den Taschen der Stars befinden, das schauen wir uns jetzt mal an. Verena Kehrt, was ist dein Dauermitbewohner in deiner Handtasche? Definitiv mein Hausschlüssel, nachdem ich mich letzte Woche ausgesperrt habe aus der eigenen Wohnung und die Feuerwehr kommen musste. Autsch. Hier ist er, heute ist er dabei. Okay, und vor allen Dingen mit Klunker versehen, damit du ihn nie vergisst, ja? Nie mehr hoffentlich, ja. Das hier ist der Inhalt der Tasche von Jetsetterin und Model Alena Gerber. Was schleppst du immer mit dir rum? Heute, wie man sieht, eigentlich gar nichts, außer Geldbeutel und Handy. Und sonst? Ganz schlecht für eine Frau. Schlecht ausgestattet. Und sonst ist auf jeden Fall ein bisschen mehr drin. Eine Handcreme, ein Lipgloss und manchmal Zigaretten. Oh, was immer meine Handtasche ist. Wollt ihr das wirklich wissen? Dein persönliches Geheimnis. Mein persönliches Geheimnis? Ich habe tatsächlich immer eine Creme bei mir. Also es ist eine Creme für die Lippen. Die ist super gut, halt gerade im Winter, wenn es so kalt ist und man immer so trockene Haut kriegt. Also ist auf jeden Fall klasse. Ich würde mit dir reisen und bin dann eigentlich auch immer ganz gut gerüstet. Danke. So, und jetzt kommen wir nochmal zu dir, Magda, und deinem persönlichen It-Piece in der Handtasche. Ja, also natürlich wie jede andere Frau habe ich Schlüssel und so weiter und so fort. Aber was ich immer wirklich dabei habe, ist mein Parfum. Und zwar ist es ganz was Besonderes. Das gibt es auch nur selten zu kaufen. Und wenn ich natürlich zu Hause in Ulm sitze, und das gibt es nämlich nur in Hamburg, Berlin und so weiter, dann muss ich unbedingt verreisen, um das Ding zu besorgen. Es riecht super lecker, riech mal. Riecht sehr frisch, ne? Ja, und ich bin süchtig danach. Kann ich verstehen. Also ich hätte jetzt auch Bock auf das Parfum. Und vor allen Dingen brauche ich dazu natürlich noch die passende Handtasche. Ich habe mir noch keine ausgesucht, aber es gibt ja genügend. Geh mir eine aus. Okay, perfekt.